Hallo Leute, ich hoffe, ihr seid bereit für eine weitere Folge XCOM. Denn wir machen sofort weiter und scannen. Der Atomlenkraketenwerfer sollte gleich fertig sein und da ist er es auch schon. Auch wenn ich skeptisch war, ob es sich lohnen würde, noch eine Waffe nach unserer traditionellen Methode zu bauen, große Raketen mit schweren Sprengladungen, so haben wir doch bei unseren Tests einige interessante Entdeckungen gemacht. Unser Prototyp, sinnigerweise Nuklearwerfer genannt, hat sich als erstaunlich wirksam erwiesen, was seine Durchschlagskraft bei der scheinbar undurchdringlichen Schutzrüstung der Aliens angeht. Wir haben außerdem das eingebaute Zielerfassungsmodul mit mehreren Anleihen aus der Alien-Technologie verbessert. Das Ergebnis sind Raketen, die sich selbst ins Ziel lenken, selbst wenn dieses Ziel beim Abschuss gar nicht sichtbar ist. Ich glaube, dass es immer noch Raum für weitere Feinarbeit an dieser Waffe gibt, aber die Produktion der aktuellen Version sollte beginnen können, wann immer sie wollen. Nuklearwerfer. Die Integration hochentwickelter Navigationsmodule der Aliens macht das Abfeuern selbstgelenkter Raketen möglich, die ein Ziel auch ohne direkten Sichtkontakt ansteuern können. Ein eingebauter Alien-Fusionskern versteckt zudem erheblich den Schaden. Ja, das ist doch schön. Hier haben wir so einen Sektopoden. Dieses schwer gepanzerte Exemplar ist voll mechanisiert. Wir sind aber nicht sicher, ob es nicht über organische innere Komponenten verfügt. Okay. Na, schauen wir. Erfahren wir ja eh gleich. Tada! Auch wenn man diesen Roboter weder lebendig noch vernunftbegabt nennen kann, ist er sicher seiner Umgebung doch erstaunlich. Was ist er sich seiner Umgebung doch erstaunlich bewusst. Wir arbeiten immer noch an den funktionellen Einzelheiten dieser Spezies, aber schon jetzt können wir sagen, dass sie ein Meisterwerk der Technologie darstellt. Bei unseren ersten Versuchen entdeckten wir ein extrem komplexes Programm, das in die Makroprozessoren eingebettet ist. Diese Kampfsteuerung macht die Sektopoden in Verbindung mit ihrer beeindruckenden Größe zu einer ungemein gefährlichen Waffe. Diese Roboter werden von der gleichen Energiequelle angetrieben wie die UFOs und verfügen über unfassbare Zerstörungskraft. Das größte Rätsel aber dürfte sein, wie sie überhaupt kontrolliert werden. Weitere Details über die Kampffähigkeiten dieser Maschine erhalten Sie, wenn Sie im Gefecht den Einheitenanalyseschirm benutzen. Die hocheffektiven Herstellungsmethoden, mit denen die Aliens die Sektopoden bauen, könnten wir adaptieren, um XCOMs Fahrzeug- und Gebäudeproduktion zu beschleunigen, natürlich mit erheblichen Kosten. Ja, keine Ahnung, ich will einen Aethera. Aethera! Projekt beginnen! Dieses Exemplar scheint ganz oben in der Alien-Hierarchie zu stehen. Und das aus gutem Grund. Ja. Wie Sie vielleicht schon gesehen haben, ist es vom Körperbau her absolut nicht kampftauglich. Diese Ältesten verfügen jedoch über einen unglaublichen Speicher an psionischer Energie. Das erklärt, warum andere Spezies ihnen untergeordnet sind. Wow, noch nie wurde die Kamera so voll ge... mit was auch immer das ist. Und wir sind schon wieder fertig. Ah, wen wundert's? Dieses Wesen scheint sich in der Hierarchie der Aliens ganz oben zu befinden, und das aus gutem Grund. Wie wir in der Schlacht festgestellt haben, ist sein Körperbau absolut untauglich für den physischen Kampf. Es erscheint zerbrechlich und weist deutliche Anzeichen von Atrophie und Muskelschwund über einen extrem langen Zeitraum auf. Das passt zu der Radiokarbo-Analyse, die belegt, dass dieses spezielle Lebewesen mehrere tausend Jahre alt sein könnte. Im Gegensatz zu den anderen Alienrassen, die wir untersucht haben, gibt es nur geringe Anzeichen auf eine genetische Veränderung des Körpers, zumindest nicht im gleichen ambitionierten Ausmaß. Merkwürdigerweise haben wir Ähnlichkeiten zwischen dem Gehirn des Aetheras und dem des Sektoiden-Anführers festgestellt. Beide zeigen die gleiche verstärkte Synapsenverbindung, was uns in der Annahme bestätigt, dass dies die wahre Quelle ihrer Macht ist. Diese Aethera scheinen ein grenzenloses Reservoir an Psi-Energie zu besitzen. Stärker als alles, was wir je zuvor entdeckt haben. Das dürfte erklären, warum ihre Spezies die anderen beherrschen. Unser Einheitenanalyseschirm sollte ihnen bla bla. Kampffähigkeiten. Geistschild. Dieser Gegenstand wurde aus den Implantaten entwickelt, die die Aethera-Spezies der Aliens im Schädel trägt. Er verstärkt die Abwehrkraft gegen Psi-Angriffe. Okay. Elite-Mutant. Als wäre der normale Muton nicht schon problematisch genug, hielten die Aliens offenbar verschiedener dieser Eliten für spätere Phasen ihrer Invasion zurück. Yummy, 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 I got love in my tummy. Ah, das sind so herzerwärmende Bilder. Schon wieder fertig. Was? Händewaschen ist Pflicht.
Anscheinend haben wir sehr viele Autopsien schon gemacht. Als hätten die normalen Mutants unseren Soldaten noch nicht genug Probleme bereitet, die Aliens haben offenbar noch Elite-Versionen dieser Spezies in der Hinterhand gehalten für die späteren Phasen der Invasion. Auch wenn sie die zweifelhafte Ehre haben, als Wächter in der Hierarchie der Aliens zu dienen, zeigt unsere Autopsie physiologisch wenig Neues auf im Vergleich zum gewöhnlichen Mutant. Neben verschiedenen Verbesserungen ihrer Rüstung ist die leicht erhöhte Intelligenz der wichtigste Unterschied, der sie zu noch effektiveren Kämpfern macht. Und den Rest kennen wir mit Einheitenanalyseschirm. Aber es gab irgendwie einen Bonus auf, ich weiß nicht, irgendwas für Waffen. Habe ich jetzt auch verpennt. Dann können wir ja nur noch die Dingsrüstung erforschen. Wenn das jetzt auch noch passiert, bevor wir... Oh. Oh. Psi-Labor. Ethra, was auch immer, Raum. Kolab, Kammer. Nee, Psi-Labor ist fertig. Ja, was können wir hier? Ich habe vergessen, wofür das Ding gut war. Warum nochmal sollte ich das bauen? Teste Soldaten auf Psi-Kräfte. Forsche das Ethera-Gerät abgeschlossen. Baue die Golob-Kammer im Gange. Benutze. Ach, jetzt haben wir übrigens die Dinger hier. Die wollte ich davor nachschauen. Warum auch immer sie jetzt wieder richtig funktionieren. Benutze das Ethera-Gerät. Moment. Wie mache ich denn das? Ernsthaft, wie mache ich das? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Eingehende Übertragung. Oh. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Frankreich, Indien und Ägypten. Und in Indien ist schon ein Satellit. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Und die Psi-Rüstung ist auch fertig. Man muss mir heute viel lesen. Wir sind bei unserer Erforschung der... Ich kann doch nicht mehr lesen. Wir sind bei unserer Erforschung der psionischen Fähigkeiten der Aliens und ihrer kybernetischen Implantate an dem Punkt angekommen, wo wir erste Tests mit ähnlichen Systemen für menschliche Neuralnetze vornehmen können. Der leichte Schutzanzug, den wir uns als Ergebnis vorstellen, die sogenannte Psi-Rüstung, wird vielleicht nicht so widerstandsfähig werden wie die andere Rüstungen, aber dafür verstärkt sie als Ausgleich die psionischen Fähigkeiten. Wir hoffen, dass diese Steigerung der Psi-Anlagen unserer Soldaten uns neue Einblicke verschafft bei unserer Suche nach der Quelle des Kollektivbewusstseins der Aliens. Wir verstehen immer noch nicht die Verbindung zwischen den offensichtlichen psionischen Fähigkeiten der Außerirdischen und ihre Verwendung als Kommunikationsmedium. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir einen Weg finden, das Ethera-Gerät zu aktivieren, sobald wir diese Rüstung erfolgreich hergestellt haben. Ernsthaft? Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Unsere mächtigste Rüstung, die alle psionischen Fähigkeiten des Trägers verstärkt, durch ein System, das aus den kybernetischen Implantaten der Aliens entwickelt wurde. Allerdings kann sie auch nur von einem Soldaten mit psionischen Fähigkeiten getragen werden. Ich muss jetzt also erst... Ernsthaft? Ich brauche einen Satelliten, dann kriege ich 200 dafür. Ist ja schön, aber ich habe gerade keinen. Ich kann auch gerade keinen bauen, glaube ich. Die neuen Techniker. Ach doch, es war Monatsanfang. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Ist die teuer. Geistrüstung, aber die haben ja auch irgendwann mal. Die Erzengel. Okay, wenn sich der Soldat in Deckung befindet, ist er getarnt. Was ist mit oder was ist während oder vor dem Schießen oder nach dem Schießen? Da wissen sie es im Prinzip, sie können nur nicht drauf schießen, schätze ich mal. Aber wissen, wo er steht und versuchen, irgendwie hinter ihn zu kommen. Wahrscheinlich. Ach, mein Hals. Boah, ist alles so teuer. Nee, erstmal nicht, danke. Hier von irgendwas? Ah, Nuklearwerfer. Ah, komm her. Boah, ist auch teuer. Aber hier, Thomas braucht neues Spielzeug. Boah, ist
laggt. Es laggt richtig krass gerade. Wow, was ist mit dem Spiel los? Wird die Festplatte gerade voll? Oh, jetzt brauchen wir etwas länger. Irgendwie lassen uns gerade die Aliens in Ruhe, so circa einen Monat lang. Aber wir haben die Golob-Kammer fertig. Und es laggt immer noch. Sorry jetzt für die Ruckler. Ich habe keine Ahnung warum. Golob-Kammer online. Moment, kann ich die jetzt... Das Ding kann man nicht mal mehr abreißen, hammer geil. Das Ding ist einmal fest irgendwo eingebaut. Ah, oh, es ruckelt. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich check's nicht ganz. Das Geistschiff wäre auch ganz nett übrigens, aber... Ja, eigentlich nicht so wichtig, aber kommen die später mit richtig vielen Ethern. Oh! Ah! Das Psi-Labor besuchen. Wir können unsere Soldaten zum Testen in das Psi-Labor schicken. Wenn wir den Bericht haben, informiere ich sie über die Ergebnisse. Unsere Forschungen lassen vermuten, dass es eine Verbindung zwischen der Willenskraft eines Kandidaten und seinem psionischen Potenzial gibt. Wir hoffen, einer unserer Soldaten erfüllt die Voraussetzungen. Seiner Fischen? Hä? Wen würde ich denn am besten hinschicken? Ich will jetzt, also ich mache jetzt so eine Art Magier. Wen schickt man da am besten hin? Ich hab zwei Sturm. Wobei, der Sturm, wird das dann eine neue Art von Klasse? Oder hat der dann immer noch die, die er eigentlich auch hat dabei? Fragen über Fragen. Sonst schicke ich einen Sturm rein, weil dann eigentlich brauche ich nicht unbedingt zwei Sturm. Ich bräuchte eher zwei Medics, weil ich habe überlegt, einen von den Medics oder einen vom Sturm. Wobei es der Sturm, wenn er dann einfach immer noch Sturm ist gleichzeitig, dann voll unnütz wird. Soll vorne stehen und alles und bla. Und dann ist er ein leicht gepanzerter Magier teilweise. Hephaistos testet jetzt den ganzen... Oh, das dauert ja richtig lang. Moment. Dann schicken wir jemand Neues. Einen neuen Sturm. Oder? Nee, komm. Ich schicke wirklich Hephaistos rein. Der schaut sich das Ganze mal von innen an. Währenddessen mustern wir ein paar Soldaten an. Wir haben den 7. Oktober. Es dauert wieder ewig, bis Geld kommt. Okay. Kommt jetzt mal bald ein neuer Auftrag? Die neuen Soldaten sind schon da, der Psi... Ich glaube, die Aliens irgendwie wollen uns nicht mehr. Wir haben eine Anfrage vom Rat erhalten. Höchste Prioritätsstufe. Oh. Höchste Prioritätsstufe. Ein neuer Schwer... Oh, Major. Ein Major. 105. Boah, jetzt werden sie aber langsam geizig. Früher haben sie uns 200 gegeben. Ja, aber gut. Mein Weg. Hervorragend. Wir sind auf ihren Fortschritt gespannt. Ja. Nehmen wir halt den Sheng währenddessen mal wieder mit. Ich muss nur eben schauen, was trägt denn der für Klamotten. Warum hat Hephaistos... Ach, weil er eigentlich nicht verwundet ist, hat er immer noch sein Zeug dabei. Ja. Hätte er ihm die Dingsrüstung geben können. Und den kann ich jetzt nicht rauspacken aus dem scheiß Psi-Test. Ja, hat er halt eine Schalenrüstung. Wenn Sheng stirbt, ist mir das auch egal. Und auf die ich kann ihn nicht ändern. Niemand mag Shane. Wir landen. Nächstes Ziel, Vereinigtes Königreich. Manchester United? Oh.
Interessant. Oder Manchester City? Hm, das ist die Frage. Vielleicht landen wir sogar in einem Fußballstadion. Aufklärungsberichte des Rates besagen, dass einer unserer externen Datenspeicher in Gefahr ist. Wir dürfen die Daten auf diesen Großrechnern auf keinen Fall verlieren. Sie wollen, dass wir die Anlage umgehend sichern. Töten Sie alles, was sich bewegt. Ja, es ist jetzt irgendwie daran irgendwas speziell. Also, ich soll einfach nur Daten finden. Und wie gehabt immer alles töten. Wie sonst auch. Ja, gut. Scheiße! Nein, warum vergesse ich das eigentlich immer? Mir ist gerade klar geworden, ich habe den Nuklearwerfer vergessen. Fuck! Ich baue immer neue Sachen, dann nehme ich sie nicht mit. Rage. Das ist doch scheiße. So richtig scheiße. Warum bin ich so dumm? So dumm. So dumm. Warum bin ich so dumm? So dumm. Na? Wer kennt die Melodie? Wo ist das her? Keine Sorge, ich mache jetzt nicht so einen Kommentar. Wenn ihr das nicht kennt, dann hattet ihr keine Kindheit. Nee, nee. Aber ich will wissen trotzdem, wer es kennt. Ich fand das eigentlich ganz nett früher. Sieht interessant aus. Was ist denn das für ein Hof? Oh, ist wieder so ein komisches Büro. Ist der PC. Okay, was geht denn? Ach so, stimmt, unsere Daten sind ja hier. Ja, okay, dann ist klar, warum hier Rechner sind und Server und was weiß ich. Dann müssen wir auch wahrscheinlich hier rein. Sollte ich mich irgendwie nach rechts bewegen? Ah, Thomas geht erstmal weg. Schau dir den schönen Brunnen an. Sieht aber cool aus hier. Ja, das XCOM-Projekt, das wird auf jeden Fall gut bezahlt. Da fließen die Gelder der Steuerzahler hin. Dort sind unsere Steuern. Ja, ja. Ja gut, wenn diese Situation eintreffen würde, wäre ich irgendwie nicht böse, wenn mein Geld da sowas einfließt mit gut. Ein bisschen viel Luxus in einer Alien-Apokalypse, aber pff. Naja. Wenn es sein muss. Der Springbrunnen ist ein bisschen unnötig. Das ist so das Unnötigste an dem Ganzen hier, glaube ich, finde ich. Sieht zwar nett aus, aber so, ja. Die können nur die Welt retten, wenn wir einen coolen Springbrunnen haben. Die Aliens haben sich nicht mit den Datenvolumen aus dem Staub gemacht. Es sollte möglich sein, die nötigen Daten wiederherzustellen. Ich habe irgendwie verpasst, was genau passiert ist. Wiederherstellen? Ist irgendwie irgendwas kaputt mit den Daten? Ich dachte, die hatten vor, die mitzunehmen. Warum müssen wir sie denn wiederherstellen? Ach, ich komme da nie mit. Dafür bin ich zu unaufmerksam. Es ist ruhig. Ups. Nicht mehr. Gut, den haben wir. Jetzt schießen wir dann leider alle auf den. Noah, der ist schon tot. Noah schießt echt langsam. Macht zwar echt geile Damage, aber er schießt echt verdammt langsam. So drehe ich mich. Nein, warum werde ich jetzt flankiert? Du Arschloch, flankierst mich nicht.
Schenker dieses scheiß Hohl zielen. Oh. Achso, ja, 3 Schaden. Komm, nochmal 3 Schaden. Ach, ja, wobei, es sind sogar 4 Leute eigentlich noch da. 12 Schaden wäre im Gegensatz schon wieder etwas viel. Ich hab gesagt, das ist ein bisschen viel, das muss nicht sein. Oh, Crit. 5 Schaden. Au. Marcel. Stell dich doch mal bitte. Ich hab keine Ahnung wohin. Erstmal hier rein. Bam, Tür auf. Und heil dich um 10. Fehlen noch 6 Leben. Ja, genau. Herr Krieger, das ist erstmal die PCs. So gehört sich das als Zocker. Raketenstart. Hm? Moment. Man ist noch so ungeskillt, das ist dumme. Oh, ich wollte nur drehen. Ich habe eine scheiß Sicht. Wie krieg's? Moment. So. So habe ich alle 3 drin. Piu piu! Und? Lol. Habe ich die Nuklearwerfer doch reingetan? Weil das war ein bisschen zielsuchend. Sah es zumindest aus. Und warum ist das jetzt nicht so, hat er die Waffe weggeworfen? Warum ist das jetzt nicht, flankieren gewesen? Ach ja. Es muss hier ja anscheinend nicht alles Sinn machen. Es tut es einfach nicht. Okay. Was kommt jetzt? Nichts, gut. Das ist auch schön. Kommt irgendwer an den PC ran? Oder an den Server, whatever? Hauen wir die Arschlöcher um. Warum kommen wir eigentlich in den Ratsmission andauernd dünne Männer? Die sind eh so lame, die können nix. Ich meine, davon haben 4 gerade auf einen geschossen. Einer hat gekrittet. Und ja, ja. Hier, Marcel hält sich einmal hoch. Das war's. Pustekuchen. Darf ich da hin? Wo krieg ich dann Gift ab? Ne, soll eigentlich gehen. Ich glaube, der andere war sogar noch näher. Feinde gesichtet. Ja, es sind halt viele dünne Männer, wow. Aber die können ja nichts. Der eine verpisst sich sowas aus dem ganzen Gebäude. Okay, wie weit geht das Gift? Ja, okay. Ungefähr gleich weit. Okay. Stellt sich Thomas mal da. Oh, er sieht wen. Wow. Er trifft ihn sogar. Okay, es könnte doch Thomas sein. Die Frau hat doch ein bisschen so Thomas-Charakter von den Chancen, mit denen sie trifft. Alter, siehst du da jemanden? Das tust du, das ist schön. Dann töte ihn bitte. Scheiße. Delta trifft aber auch kaum etwas. Also wirklich, der Unterschied von Delta und Thomas, das ist wirklich Tag und Nacht, was die treffen. Aber es liegt einfach am Schwer, weil 58% geht auch, ist gerade so, was man damit trifft. Ah, scheiße, das sieht ihr nicht. Aber warum kommt... Achso, Shang hat den auch von da aus schon gesehen. Okay. Jetzt verpisst er sich. Moment mal, ist da nicht noch einer? Hier. Das ist auch ein sehr interessanter Schrei.
sich so fast übergeben, wenn man angeschossen wird. Jetzt schreien ich so wie Mädchen rum, Delta. Die haben irgendwas gegen Fenster. Ah, lass doch mal meinem Unterstützer in Ruhe. Die haben euch nichts getan. Keine Sorge, Delta. Den kille ich, damit du in Deckung gehen kannst. Ha. What? Ich habe schon wieder übersehen, dass da Spurten war. Das sieht mir irgendwie gefährlich aus, dass da Gift ist. Ich doch lieber hier rein. Dann heil dich. Ach, du heilst dich nur um 6. Hm. Du musst dich aber nicht durch die Wand beamen. Das ist nicht nötig. Okay. Ja. Keine Ahnung. Raketenschau ist jetzt nicht mehr möglich. Und? Trifft auch. Wieder 58%. Hm. Irgendwie trifft jemand mit schwer. Immer. Ach so. Ich muss jetzt einfach. Ach, warum will ich denn zum Computer? Oder Server oder whatever. Ich muss sie einfach nur töten. Damit die einfach nicht an die Daten rankommen. Komm ich da jetzt dran? Wenn ich ihn jetzt da hinstelle, ist er gleich das nächste Ziel von dem dünnen Mann. Aber ist mir irgendwie auch scheißegal. Dafür kann er zweimal schießen. Und beim ersten Mal treffen. Wen sieht denn der? Da drüben? Das kann er sehen. Wow. Bessere Chance? Nee. Das Fenster oder irgendwas auch immer. Was auch immer, da hat nicht mal eine Schramme. Oh! Oh! Also, die Frauen haben echt merkwürdige Schreie in dem Spiel. Macht dem Ganzen ein Ende. Mit einem Crit. Einfach egal, ob er 3 Leben hat. 95%. Noah trifft nicht. Hm. Ach, er darf zwar mal schießen. Diese Fähigkeit. Gerade eben stand da keine Abklingzeit drauf. 75%. Oh, er trifft doch. Ah, geht doch. Das war's aber noch nicht. Soll ich irgendwas machen? Ich dachte, ich soll nichts machen mit dem Ding. Also gut, ich kann mich nochmal hinstellen. Mir das Ding einfach ansehen. Aber gleichzeitig schaue ich hier ein bisschen herum. Wo könnte noch jemand sein? Habe ich irgendwie vergessen, den ich schon gesehen habe? Wird mir jetzt nicht so wirklich einfallen. Delta kann sich ja nochmal heilen. Ich weiß, wie das einen selbst heilt. Ja. Noch keine Ahnung, was ich machen soll. Hier draufklicken kann man nicht. Hallo? Wenn da jemand am Dach ist, dann ey. Dann kriege ich die Krise. Das kann sich auch nochmal voll heilen. Das ist auch schön. Sprüht auch schön die Server. Irgendwie voll mit seinem Wasser.
Aber mir fällt beim besten Willen nicht ein, wo jetzt jemand sein soll. Und der kann sich nicht wirklich weit bewegen. Und Feldposten gleichzeitig machen. Schon wieder dieser Bug mit diesem roten, was auch immer. Wenn wir jetzt wieder irgendwo Dingens sind hier. Sektoiden aus dem Nichts erscheinen. Dann ist es vorbei. Eine Krise. Oh, ich habe einen gefunden. Der gleich mal einen Feldposten auf mich macht. Hallo? Ja. Du brauchst dich nicht verstecken, ich sehe dich. Was ist das? Ausgezeichnete ja. Arbeit. Alle. Ja, wir haben alles geschafft. Ich bin awesome, danke. Braucht mir keiner sagen. Ah, ja. Back from the Manchester. Was haben wir da? Boah. Was? Willst du mich eigentlich gerade verarschen? Wie lange ist Marcel? 8 Tage. Ich hab den ein paar Mal... Das check ich jetzt echt nicht. Ich hab den noch vollgehält. Ja, keine Ahnung. Aber du hast Deckungsfeuer und den ganzen Scheiß. Ach, das ist mir eigentlich auch scheißegal. Du bist eh so ein unnützer Spast, den ich einfach nur als Ersatz hab. Wir bleiben in Kontakt. Jetzt habe ich auch einen neuen Speer. Einen neuen Thomas. Oh, was haben wir denn hier? Es ist offensichtlich, dass das außerirdische Gerät nicht auf physische Interaktion reagiert. Ein Soldat mit ausreichend... Okay. Dann müssen wir eigentlich nur noch warten, dass Hephaistos fertig wird. Und so in einem Tag. Boah, weißt du was? Wir haben da vielleicht etwas, Commander. Huhu. Unser letzter Kandidat ist anders. Wir empfangen Werte an psionischer Energie, die sich von denen der vorherigen Tests unterscheiden. Seit die Menschheit zum ersten Mal den Sternenhimmel betrachtete, fragt sie sich, was dahinter liegt. Nur wenige haben allerdings den Blick nach innen gewagt. In der menschlichen Seele liegen mehr Geheimnisse verborgen, als wir es uns vorstellen können. Wie ironisch, dass der Schlüssel zum Sieg über unsere Feinde nicht Waffen oder Kriegsgeräte sind, sondern in unserem Inneren verborgen liegt. Und wenn wir erfolgreich waren, haben wir einen Vorgeschmack darauf erhalten, was kommen wird. Und erschafften etwas Außerordentliches. Oh, oh yeah. Psi-Experimente haben ergeben, dass einer unserer Soldaten über Psi-Fähigkeiten verfügt. Wenn Sie das verfügbare Psi-Training einsehen wollen, gehen Sie zur Kaserne und lassen den Soldaten eine Psi-Beförderung zuteil werden. Neue Psi-Training-Optionen sind verfügbar, wenn der Soldat Psi-Fähigkeiten im Gefecht einsetzt. Hephaistos ist begabt! Huhu! Oh, jetzt wollt ihr natürlich, dass ich hier drauf drücke. Ich bin aber ein kleines Arschloch und sage, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao!